Wunderschönen guten Abend nochmal so. Genau, wenn man so Texte schreibt, wie wir das machen, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man merkt so, oh scheiße, ich habe alle Themen schon behandelt, worüber will ich jetzt noch schreiben, das ist super schwierig. Ihr habt es auch gemerkt heute Abend, das war sehr spannend, wie viele unterschiedliche Themen hier behandelt wurden, wie viel Input man kriegt, aber wenn man diesen Input, für uns ist es ja Output, den wir leisten müssen, und irgendwann ist man einfach verbraucht und dann hat man einfach keine Themen mehr, weil man alles geschrieben hat. Und da dachte ich mir, okay, das mache, dann mache ich jetzt einfach das Dümmste, was man machen kann, und habe ich in Bern, war das noch, an den Bahnhof gesetzt und einfach beobachtet und einfach aus den Impressionen, die ich da gesammelt habe, einen Text geschrieben. Also ich habe euch jetzt einfach ein paar Eindrücke dabei vom Bahnhof Bern. Stellt ihn euch vor wie einen Bahnhof. Halt Züge, Menschen, so. Genau. Und rückblickend muss ich vielleicht sagen, es war eine sehr dumme Idee, aber noch rückblickender kann ich sagen, immerhin habe ich jetzt diesen Text hier, den ich euch vorlesen kann. Und am rückblickendsten werdet ihr dann wahrscheinlich sagen, war doch eine dumme Idee. Okay, Impression vom Bahnhof in Bern. Schnelle Schritte auf festem Boden. Klack, klack, klack. Irgendwo streiten zwei Menschen. Vor der Bäckerei der Duft frischer Brötchen. Ein Kind schreit, ein Rollbrett rollt, ein Hund bellt, ein anderer nicht. Einer hier heißt sicher Rolf. Da der Tick, 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 Ticketautomat und er druckt Tickets aus. Im Tick-Tack tickt der Uhr hinaus. So Tick, Tick, Tickets mit der Fahrzeit drauf. Hast du mal eine Krippe, eine Schulklasse, laut und im Stress pubertiert an mir vorbei, laute Musik, Pickel werden gedrückt, ein Junge ballst um ein Mädchen, Gleis 7, Intercity nach Uhr, weit weg, bitte einsteigen, Trillerpfeife, eine Frau rennt, ein Zug fährt, zwei Tauben fliegen hoch, eine zu langsam, am Ufer des Pendlerstroms lauern Spendeneintreiber auf zahlungswillige Omas, im Hintergrund der konstant penetrante Geräuschpegel des Alltags, niemand will hier sein, ich bin hier, scheiße. Ich bin hier am Bahnhof Bern und beobachte, sitze hier und beobachte, warum mache ich das? Es ist doch scheiße, so viel Hektik, so viel Lärm um nichts. 1000 Menschen rush-houren an mir vorbei. Alle sind aggressiv, alle sind genervt. Auch ich nerve mich, dass ich hier bin, aber wo sich alle nerven. Nerve mich, dass ich nicht hier sein müsste. Trotzdem versuche ich Ruhe zu bewahren. All die negativen Energien prallen an mir ab. Stoisch stehe ich da, heroisch lasse ich mir nichts anmerken. Dann vor mir beginnt es zu rattern, ratter, 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 und dann lasse ich mir doch etwas anmerken, immer dieses Rattern und ich explodiere aus mir heraus, fucking rattern, fucking Rollkoffer rattern, eine ganze Reisegruppe, ich verstehe nichts, alles Touristen und alle mit einem Rollkoffer, alles Touristen, alles Ausländer, ein Attentat an Rattern, ratter, 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 ratter. Alles Terroristen, alles Terroristen, ein Rollkoffer Rattermassaker, eins. Hier kommt ein Koffer, zwei, es ist eine Bombe, drei, explodiert, ich explodiere auch, jetzt, ich hasse Rollkoffer, ich hasse Rollkoffer, ich hasse Rollkoffer, jeder Rollkoffer ist einer zu viel, I can't get no satisfaction out of Rollkoffer, no Rollkoffer, no cry, wo? Wo sind sie geblieben? Wo sind sie geblieben? Die Wanderreisegruppen mit richtigen Rucksäcken, mit Schokolade drin und Schweizer Sackmesser und eine Banane. Wo sind sie geblieben? Die Wanderreisegruppen mit richtigen Rucksäcken, die sie immer noch selbst tragen. Man muss doch spüren, was man mit sich rumschleppt. Nur weil etwas untragbar ist, heißt das nicht, dass man einfach Rollen dran kleben kann. Und Rollkoffer sind untragbar. Sie machen uns abhängig von ihren Rollen, ja? Der Rollkoffer ist der Eingang des Menschen in die selbstverschuldete Unmündigkeit. Und trotzdem, heute gibt es nur noch Rollkoffer. Was sind das für Menschen? Was sind das für Menschen, die Rollkoffer nutzen? Unschuldige Kleinkinder? Nein, mitnichten. Es gibt keine unschuldigen Menschen mit Rollkoffern. Im Gegenteil, ein Rollkoffer, das sich herzuziehen, ist wie einen paradiesischen Apfel zu beißen. Nur dass Adam und Eva, als sie aus dem Paradies vertrieben wurden, ihren Koffer noch nicht gepackt hatten. Aber mich packt es. Mich packt die Wut. Wenn doch nur endlich jemand seinen Rollkoffer unbeaufsichtigt am Bahnhof stehen lassen würde. Ich würde hingehen, den Koffer anvisieren, meine krassesten Kung-Fu-Tricks auspacken und da und zack und da und diesen Rollkoffer kaputt machen. Aber nein, niemand, niemand lässt seinen Rollkoffer unbeaufsichtigt stehen. Niemand. Ich und mein Rollkoffer, wie ist denn uns der Trend? Ich love, love, love. Ja.
All diese Börsen heiligen ihre Laptops und Formulare und Verträgen und viel Bargeld in großen Scheinen in ihren Rollkoffer. Und die Dealer mit Kokain und Waffen und abgetrennten Körperteilen in ihren Rollkoffern. Und die Schlimmsten von allen, die Allerschlimmsten, die Touristen. Oh, die Touristen. Überall sind sie an Bahnhöfen, an roten Ampeln, in der Anstatt, in der Altstadt mit Rollkoffer über Pflastersteine. Mit Rollkoffer über Pflastersteine. Immer dieses Ratta-Ratta-Ratta-Ratta-Ratta-Massaker. Dieses Ratta-Ratta-Ratta-Ratta-Ratta-Massaker. Das Ratta-Ratta-Ratta-Ratta-Ratta-Massaker. Das nervt. Aber denen scheint das keine Rolle zu spielen. Wie Sisyphos seinen Stein rollen, sieht die Last ihres langweiligen Lebens hinter sich her. Wer einen Rollkoffer besitzt, kann kein spannendes Leben führen. Ich weiß das, denn ich habe selbst einen Rollkoffer. Und ich reise oft damit rum und ich hasse ihn. Denn ja, das Schrecklichste an diesen verdammten Rollkoffern ist, dass ich trotz all dem Hass, den sie mir auslösen, eben doch, der praktisch sind. Scheiße.